Liebe Gäste, mein Wiener Porterpatet, Chor Magus natürlich, wiederum freuen wir, das heißt der Konvent und ich, uns über alle unsere Gäste, die sie mittlerweile zu unserer siebten Veranstaltung unter dem Motto Kloster mal anders, Kloster Lüne am Vorabend der Reformation, zu uns gekommen sind. Besonders beeindruckend sind wir natürlich erneut von der stattlichen Anzahl der Gäste, die mit uns oben auf dem Nonnenchor die Vesper gesungen haben. Und das mit ihrer Unterstützung war ein ganz besonderes Erlebnis wieder mal. In unserer Veranstaltungsreihe Kloster Lüne am Vorabend der Reformation, Kloster mal anders, findet heute das zweite Konzert statt. Das erste Konzert hatte ausschließlich die Gesänge der Nonnen vor der Reformation im Blick, für uns natürlich im Ohr, und hat uns die Musik dieser Zeit nahegebracht. Mit dem heutigen Konzert beschäftigen wir uns schon lange, gedanklich planen es, freuen uns seitdem sehr darauf, waren auf der Suche nach Unterstützung, um die Kosten etwas zu senken, die uns dankenswerterweise von der VGH, Stiftung und auch der Klosterkammer Hannover auch zuteil geworden ist. Nun ist es endlich soweit und wir können hier in unserer Klosterkirche begrüßen die Bach Soloisten aus Oxford, den Chor, die Solisten, die Musiker, ihren Dirigenten und Leiter Tom und David und natürlich die Frau Professor Dr. Lehnemann als Initiatorin und sie werden uns auch durch das Konzert heute führen. Frau Lehnemann ist in Lüneburger Klöstern und uns seit langem durch ihre Forschung besonders verbunden. Und als Professorin für Medialistik und Germanistik, erst in Newcastle und jetzt in Oxford, ist sie auch für uns eine Botschafterin unserer Klöster, unserer Klosterkultur, eng verbunden mit Wissen und Bildung, die hier in Lüne schon seit 850 Jahren von Bedeutung ist. Seien Sie uns alle von Herzen willkommen. Sie, die Sie gestern aus Oxford angereist sind, werden heute mit diesem Konzert den Bogen weiterspannen und uns mitnehmen musikalisch in die Zeit vor der Reformation bis hin natürlich zu Johann Sebastian Bach. Der, da sind wir natürlich uns im Kloster ganz sicher, im Jahre 1700 oder in den beiden folgenden Jahren auch hier an dieser Orgel, die damals noch ganz neu war, 1645 ist als Jahreszahl dokumentiert, mit ihrem wundervollen Prospekt gespielt haben wollte. Da war er neu. Der Prospekt, der bereits die ganze Freude, die Musik hervorruft, ausdrückt und die Bedeutung, die Luther der Musik beimisst, gut verkörpert. Bevor ich jetzt das zurückhabe, weiter das Mikrofon zu geben, die in gekonnter Weise und perfektem Englisch nun die Begrüßung und Vorstellung unserer Gäste fortsetzen wird, will ich, wie kann das vor Luther anders sein, ein Luther-Zitat enden. Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes. Sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster. Unsere Laster werden wir ganz sicher in der nächsten Stunde vergessen und nur den Gesang und die Musik genießen. Now it's your time. German will understand them.
I will be quite happy to talk about it afterwards. But Luther, in the English version, says, music is a discipline and a mistress of order and good manners. She makes the people milder and gentler, more moral and more reasonable. So no devil and no sins. But on behalf of everyone here, especially of the abbess and the convent, we are delighted to have you here. Unfortunately, we brought some English weather with you. But then, that wasn't the worst of it. We've already had the chance to get to know you informally, so now is the formal welcome. We are looking forward to this evening, which we've been looking forward to for months and months. It will stretch our program a little bit further, and we've just looked at pre-Reformation music. You will now take us to post-Reformation, to Bach, whom we fervently believe played this organ. And now over to you. Thank you very much.
gleichzeitig das Christ ist erstanden zuspielen. Und der begründet, warum es mehrstimmig sein soll. Und sagt dazu auch,
fleischlichen Gesänge, Buhlieder sind die Werbelieder, und fleischliche Gesänge, weltlichen Lieder los würde und an derselben Stadt etwas Heilsames lernte und also das Gute mit Lust, wie den Jungen gebührt, inginge. Das heißt, wir hören jetzt von der Jugend vorgetragen, mit Lust zu singen, dass die Version von Johann Walter von Christlag in Todesbanden, die erste Strophe, Sie haben den gesamten Text von Christlag in Todesbanden auch später bei der Bachkantate, aber ich lasse es nicht. The next two items are from a 17th century source, the Lüne organ tablature. The collection itself is of 32 chorale preludes, which are kind of functional in use. And these two have the melody Christ ist der Standen, or Christlag im Todesbanden. Part of my job as a performer is to try and recreate how the music would have sounded in the 17th century. And I think one of the biggest clues I have is the format in which the sources survive, which is organ tablature. Unlike modern notation, things like ornaments weren't really as obvious in organ tablature, so the organist is expected to kind of make it up, improvise it slightly as they're playing. So hopefully my performance will capture something of that. Also, it's quite significant that this is exactly the type of music that Bach would have heard and played and studied while he was a young man in this part of Germany. So it's really quite special to be able to play it in a setting like this on an organ that, I don't know, maybe, hopefully, Bach himself. So, thank you. Yeah. Ich wiederhole kurz auf Deutsch, während Harry sich nach oben begibt. Hat erklärt, dass die Art, wie diese Literatur, die zum Beispiel sich in der Michaelis-Bibliothek erhalten hat, wo Bach als Schüler war, darauf vertraute, dass der Organist es selbst ornamentiert. Das heißt, er hat eigentlich nur ein Grundgerüst mit der Melodie Christlag in Todesbanden und einigen Eckdaten für die Außenstimmen und die Ornamentierung, die Sie jetzt gleich hören, stammt von ihm. Er spielt zwei Versionen in dieser Lüneburger Orgeltabulatur, die insgesamt aus 35 Chorälen besteht, sind zwei davon Christlag in Todesbanden und offensichtlich ein zentraler Text. Und das erste ist eher streng harmonisch gesetzt und das zweite stärker polyphon mit einer Ausziehung, die er dann auch verstärken wird. Musik
zitieren.
gehört haben, aus denen sich die Bach-Kantate auch zusammensetzt, gerade eigentlich ein Vorbild für die Sonata, die am Anfang der Kantate steht. Kommt jetzt eine kurze Einführung zur Kantate selbst. Sie haben in Ihrem Programm auch eine Skizze, wo Sie vielleicht gesehen haben, da sind Notenbeispiele drin, blau markiert. Die blaue Markierung stammt actually von Tom Hennen Davis, der die Partitur fertig gemacht hat für den Chor. Das ist also auf Seite 16 und 17, den wir halt leider anschauen. Sie können jetzt aber auch selbst dazu hören, zusammen mit Alexandra Lloyd, die meine germanistische Kollegin in Oxford ist und hier als Germanistin wie als Sängerin mit übersetzt wird. Gut, ich habe gesungen, ich darf jetzt sprechen. So, es macht mir eine große Freude, jetzt unseren Dirigenten Tom Hennen Davis vorzustellen. Wir kennen uns seit Jahren in Oxford, der leitet mehrere Chöre-Ensembles und der wird jetzt ein paar Sätze zu unserem letzten Stück sagen, also Chris Langbühles Banden, endlich jetzt von Bach. Meine Damen und Herren, guten Abend. That's it. It's a great pleasure to be here at the Oxford Bach Soloists. We are a very new ensemble. We started in January last year, 2015. And the aim of the ensemble is to survey the complete works, at least the choral works, the vocal works, of Johann Sebastian Bach. In a city like Oxford, which shares a lot of similarities with a university city like Leipzig, it seems an appropriate place to do this. And here we are, sharing this with you tonight. And the cantata we're going to end with is possibly Johann Sebastian Bach's first cantata, Peace, Life, and Tortoise Band. Ich nehme an, Sie haben es doch verstanden, oder? Wenn nicht, steht auf Deutsch im Programm bleibt. Thank you.
same unit.